Reicht das in Holz? Hallo? Das reicht. So. Eieiei. Guck mal, eine Hängebrücke. Wunderhübsch, oder? Jetzt wird's tollisch. Da unten ist ein Fragezeichen. Oh, ein Gesicht. Juhu. Gesicht. Was geht? Zeige mir deine Persönlichkeit. Oh, die willst du nicht sehen. Kleidung ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Trage neue Kleidung. Muss ich mich auch noch umziehen. Hier eine hübsche grüne Jacke. Hübsche neue Hose. Die hatte ich hier nicht eben an. Ach, egal. Und habe ich noch ein paar neue Schuhe? Ich habe keine Schuhe. Zählt die coole Sonnenbrille? Ne. Tada. Es gibt gar keine Schuhe. Dang. Guck mal, ich kann noch einen Leinenrucksack anziehen. Und die Hose hier. Zählt nicht. Warum nicht? Nein. Aus. Zählt auch nicht. Menno. Warum nicht? Komm ja auch im Bad stehen lassen, du. Warum ist es jetzt einer weniger geworden? Zieh mir Bart an und dann zählt das nicht mehr, oder wie? Ich verstehe es nicht. Ja. Hab's geschafft. Juhu. Bleib jetzt so. Es ist nur noch ein Tag. Dann können wir uns unsere Seide holen. Mikro, du hast meine Frage nicht beantwortet. Leider unter dem Dialekt. Freitag, dann ist wieder Stream. Wuhu! Ich frage, ob du ernsthaft schon Geburtstag hattest oder ob der noch kommt. So. Ich glaube, ich sollte mir sowas aufschreiben, oder? noch ein Sternzeichen. Hallo. Wesh. Seh nicht. Schade. Habe ich mir fast gedacht. Aber ich wollte sicher gehen. Nicht, dass ich das voll vergessen habe. Das wäre ja voll doof. Ich werde es definitiv vergessen, aber das wäre ja voll doof.
August, okay. Katze! Hallo. Miau. Okay. Oh, auf der modischen Vogelscheuche. Warte, das wäre doch in dem Fall ich, oder? Ach nee, warte mal. Geh nicht zur modischen Vogelscheuche. Die Katzenfrau hat ihre 55 Katzen. Ja, die habe ich noch nicht. Ich kann ja in dem Dorf mal gucken, ob da einer von den anderen Piraten ist. Piraten! Ja. Aber wehe, du legst dich an meinen. Nein, Spaß. Darf ich das mitnehmen? Darf ich das mitnehmen? Ich will das mitnehmen. Ey, gehört dir das da hinten? Ja. Ich glaube schon. Cool, ich habe Leder. Kommt das Fiepen aus meinen Kopfhörern oder hört Rand das auch? Oder kommt das aus dem Spiel? Es irritiert mich. Ja, auch Fiepen, okay. Dann kommt es nicht aus meinen Kopfhörern. Controller? Ew. Ew, wieso? Ne, ich glaube nicht. Mach das so wie letztes Jahr. Du sagst im Stream, dass du bald Geburtstag hast. An dem entsprechenden Tag gratuliere ich dir nicht. Und im nächsten Stream frage ich dann, wie dein Geburtstag war. Okay, das ist ein Deal. Guter Deal. Oh, hey. Ach, du schon wieder. Da ist schon wieder so ein Koffeltotem. Aha! Ja, ich kauf das. Ciao. Ich gehe nochmal zu dem... Wie hieß das Vieh? Die Vogelscheuche. Genau. Leo-Löwenmähne. Leo Löwenmähne ist kein Seemann. Sylvie ist kein Seemann. Du bist kein Seemann. Du auch nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Und du da auch nicht. Auf die Vogelscheuche. Da war schon wieder. Ist das das Spiel? Den Controller nicht berührt. Ich sehe toll aus. Ich spüre, wie ich immer schicker werde. Aber Modefreaks kennen keine Rast. Ich muss schon heute wissen, was morgen angesagt sein wird. Ich muss wissen, was in sein wird und was out. Komm später wieder und ich verrate dir, was gerade angesagt ist. Komm später wieder. Ich verrate dir die heißesten Trends. Oh ja, okay. Ach, die Lautsprecher vom Controller. Ja, das kann sein.
Verwirrend. Wow, wir haben Tag 6 fast geschafft. Wuhu! So, wo war die Quest? Quest? Ja. Geh schon mal in die Richtung. Du Mikro, was gibt's denn? Oh, ich kann diesen wirklich flachen Wasser angeln. Hab ich schon flaches Wasser erwähnt? Miau. Bei dir piept's wohl. Bei dir piept's wohl. Mikro und ich, wir sind geistig verbunden. Du bist mit Ran geistig verbunden. Aber wenn's bei mir piept, dann heißt es, hier gibt's Vögel. Ich mag Vögel. Ja. Habt ihr jetzt davon. Jo, was geht? Ja, Seitenfüchse sind kitzlig. Interessant. Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Ran hat gelacht, ich musste weitermachen. Du machst Katzen. Katzen fressen Vögel. Ja, und? Kann doch beides mögen. Verurteile sie nicht, dass sie Vögel fressen. Ich werde auch Kühe süß und esse Kühe. Also verurteile ich Katzen nicht, dass sie Vögel fressen. Ja, ich esse auch Vögel. Erstmal sämtliche Vegetarier verschreckt. Ich esse auch vegetarisch, ja, zwischendurch. Oh, guck mal, ich kann ja. Jetzt hat mich. Oh. Oh. So, wie komme ich denn zu der Quest? Ich weiß wie. Und es ist fast Tag 7. Ist auch vegetarische Küche. Ach, Kühe! Gibt es Kühe, die nicht vegetarisch sind? Ja, ernsthaft? Was essen die denn? Nicht mich, oder? So, wir haben Tag 7. Lügner, hier blüht nix. Glaub ich. Tut mir leid, Geisterseher, aber ich brauche mehr Zeit für die Blumen. Komm später wieder. Es sind 2 Tage rum. Gut, ich warte, bis es hell ist. Bobby. Kühe fressen alles. Das heißt, wo man im Vogel sitzt, wo gerade die Kuh zubeißt, dann frisst die Kuh auch im Vogel. Aber. Kühe sind doch keine Aasfresser. Ach, warte mal, ich habe sogar noch Trinken. Geht nicht. Schweine sind Aasfresser.
Allesfresser. Ich glaube, Aasfresser ist was ganz anderes. Wir behaupten jetzt einfach, das wäre dasselbe. So. Darauf erstmal was trinken. Außerdem haben die Vögel auf der Kuh zu sitzen, ja? Das macht es gleich viel besser. Nicht davor, da drauf. Ja, ja, du brauchst mehr Zeit, ist okay. Nein. Frag demnächst die Kühe, die bei uns hier in der Nähe sind. Die essen bestimmt keine Vögel. Frag die. Die sagen bestimmt nein. Ah, Sonne scheint. Die sagen mu. Ja, das heißt nein. Unterschied zwischen Mu und Mu. Ach ja. Ob es mir gut geht, wer weiß. Miau. Ei, 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 ei. Nase. Zurück zur Quest. Yep. Boom, Blum. Was, die Motten süß? Guck mal, die haben wohl die flauschigen Fühlerchen. Oh, oh, die erinnern mich an... Ich hab den Namen der Motten vergessen. Oh, aber die ist noch so flauschig. Oh, hallo. Komm knuddeln. Hallo. Motti. Und jetzt flieg. Mensch und Natur sind wieder im Gleichgewicht. Die Motten sind zurück. Bitte nimm dir die benötigte Seide von den verlassenen Kokons. Yeah. Kokon. 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 Einer fehlt noch, ne? Bin blind. Da! Kokon. Okay. So viele Blümchen. So viele Matten. So süß. Hallo. Du da oben? Ja, hallo. Ich glaube, das Piepen sind die Vögel, die hier vorbeifliegen. Die Bösen da oben. Die da. Ich muss sagen, den Schatten zu sehen ist einfacher. Ja, ich bin unten. Woohoo. Hello. Oh nein, ich bin wieder im Spucksumpf.
Geht's hier lang? Ja. Buchsumpf. Erstmal die Füße waschen. Ja, schon besser. Okay. Und dann hier hoch. Ich krieg das hin. Wer bist denn du? Gib mir 5-mal Fisch und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Ach nee, ich kann ihm Fulgo. Ach, ich gebe ihm, das ist mein Fisch und ich krieg von ihm Münzen. Ach so. Nee, jetzt nicht. Jetzt. Oh Gott, die Vogelscheuche. Na, hast du eine neue Quest? Er wartet, glaube ich, auf Sommer. Wir haben noch Frühling.